Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling. Ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelsorgeadventist. Und seit einigen Monaten wird gegen mich ein Schauprozess geführt unter dem Vorwand Missbrauch von Titeln. Ich habe dazu schon eine ganze Menge veröffentlicht, sowohl an Videos als auch an Texten bei der Internetseite Kirche zum Mitreden und auf anderen Seiten. Und heute habe ich ein Schreiben an verschiedene Justizstellen gefaxt zum sogenannten Pflichtverteidiger. Ich hatte vor einigen Monaten eine Netzhautablösung und wurde auf beiden Augen operiert. Und deswegen kann ich sehr schlecht lesen zurzeit. Der Text, das Fax ist nur zwei Seiten lang, aber das, was ich hier vorlesen muss, ist ein bisschen größer geschrieben. Also gewisse Fehler am Lesen bitte ich dann deswegen zu entschuldigen. Strafverfahren, Entmündigungsverfahren gegen Joachim Lichtenkagen, Wolfhard Timm, Thomas Schüller. Hier endgültige Ablehnung des Pflichtverteidigers André Römer Dorsten. Chronologie. Erstens. Mit Datum 27.04.2011 verkündet eine justizbeschäftigte Menzenbach, in der Strafsache gegen Sie ist Ihnen ein Pflichtverteidiger, eine Pflichtverteidigerin zu bestellen, weil wegen der Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage die Mitwirkung eines Verteidigers gebunden erscheint. Sie erhalten Gelegenheit, binnen einer Woche ab Zustellung des Schreibens einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin Ihres Vertrauens zu benennen. Falls Sie keinen Rechtsanwalt, keine Rechtsanwältin benennen, wird das Gericht Ihnen einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin auswählen und als Pflichtverteidiger, Pflichtverteidigerin bestellen. Hier ist das Schreiben. Ohne Unterschrift. Nur von einer Justizbeschäftigten Menzenbach. Zweitens. Am 28.04.2011 wird eine Pressemitteilung im Internet weit verbreitet und auch an die Justiz gefaxt. Pflichtverteidigung wegen Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage. Der unrechtmäßige Pflichtverteidiger als Faktor zur Kostenexplosion. Ein Ausschnitt. Es besteht somit gar keine Möglichkeit, gegen den Verfasser überhaupt gerichtlich vorzugehen, weil eben bekanntlich bewiesenermaßen gar keine Straftat vorliegt. Die Pflichtverteidigung ist nur ein weiterer Beitrag zur Kostenexplosion, um dem Verfasser möglichst schwer zu schaden. Im gesamten Zeitraum, das heißt sogar über die festgelegte Wochenfrist hinaus, wird weder von mir noch von der Justiz ein Pflichtverteidiger benannt. Drittens. Am 12.05.2011 wird ein Text im Internet weit verbreitet und auch an die Justiz gefaxt, Ablehnung des Pflichtverteidigers. Viertens. Mit Datum 13.05.2011 verkündet Tim, dass im Hinblick auf ihr Schreiben vom 12. Mai 2011 von der Bestellung eines Pflichtverteidigers abgesehen wird. Hier ist das Schreiben. Also, Tim, Richter am Amtsgericht, hat nicht unterschrieben und stattdessen nur diese Frau Menzenbach. Fünftens. Mit Datum 26.05.2011 verkündet Tim, Rechtsanwalt Römer in Dorsten wird dem Angeklagten gemäß § 140 Strafprozessordnung als Pflichtverteidiger beigeordnet. Wieder Tim, ohne Unterschrift, und stattdessen diese Menzenbach hat unterschrieben. Der 26.05.2011 ist der Tag der Hauptverhandlung. Beginn 10 Uhr. Die Kanzlei Römer öffnet um 9 Uhr. Mal großzügig angenommen, dass Römer am 26.05.2011 tatsächlich schon um 9 Uhr in seiner Kanzlei eintrifft und ihm sofort das Schreiben, via Fax oder Kurier, ein Brief käme ja frühestens am 27.05.2011 an, vorgelegt würde, dann hätte Römer weniger als eine Stunde Zeit, sich mit dem Fall auseinanderzusetzen und sich zum Amtsgericht zu begeben. Wohlgemerkt, circa 20 Minuten Vorbereitungszeit für einen Fall mit einer erschlagend gewaltigen
Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage. Römer wartet bereits, als ich um ca. 9.45 Uhr beim Amtsgericht Dorsten eintreffe. Er versichert mir, den Stapel von Gerichtsakten hinreichend durchgearbeitet und sogar YouTubes von mir, Kanal Cedis Vacantist, angeschaut zu haben. Alles das in ca. 20 Minuten. Und obendrein hat Römer trotz der gigantischen Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage souverän auch noch eine Verteidigung vorbereitet. Auf seiner Homepage versichert Römer: Natürlich wird in meiner Kanzlei mit modernster Technik gearbeitet. Dies soll allerdings keinesfalls das persönliche Gespräch ersetzen. Es ist selbstverständlich, dass ich mir für Sie die Zeit nehme, die erforderlich ist, um alle Probleme besprechen zu können. Bei einer so fulminant exorbitanten Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage dauert dieses persönliche Gespräch empfindlich weniger als 15 Minuten. In der Verhandlung selbst sagt Römer dann kein einziges Wort. Nur einmal flüstert er mir zu, dass ich eine Frage nicht beantworten müsse. Ein Schöffe wollte das Thema Holocaustleugnung anschneiden, was aber sowohl von Wolfhard Timm als auch von Joachim Lichtenkagen sofort abgewürgt wurde. Das heißt, Römers Bemerkung war vollkommen unnötig. Die Frage habe ich übrigens trotzdem beantwortet. Nach der Verhandlung erklärt Römer, dass a. dies ein einfachster Prozess war, dass b. er ja gar nichts habe tun müssen und dass c. er mit Kirche nichts am Hut habe. Also, trotz der markerschütternd kolossalen Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage ist dies für den Pflichtverteidiger der einfachste Prozess. Die Notwendigkeit des Verteidigers lässt sich daran klar erkennen, dass er gar nichts tun muss. Als Fachmann für einen Prozess, der einzig und allein dem rein innerkirchlichen Bereich angehört, wird jemand auserwählt, der mit Kirche nichts am Hut hat. Zugegeben, der Prozess läuft zwar unter dem absurden Vorwand, es ginge um Missbrauch von Titeln, Amtsanmaßung, de facto ist dies aber ein rein kirchlicher Prozess. Es geht in Wahrheit darum, ob die V2-Sekte die römisch-katholische Kirche ist. Das heißt, in Wahrheit betreibt die BRD hier ganz bewusst und gezielt die Ausrottung der römisch-katholischen Kirche, strafbar gemäß § 6 Völkerstrafgesetzbuch. Es dreht sich also alles um die Theologie. Zugegeben, auch Timm und Lichtenkagen haben sich mit ihrer manisch verlogenen Pseudotheologie rettungslos blamiert und zum äußersten gespött gemacht. Die Sedis Vacantisten werden als Gruppe in der Kirche hingestellt. Es wird von einer offiziellen Priesterweihe fantasiert, etc. pp. Die Anklageschrift könnte also allergünstigstenfalls als Geschreibsel eines Irren entschuldigt werden. Nun kann man hochrechnen, was dann von einer Prozesseröffnung aufgrund eines derartigen Geschreibsels zu halten ist. Dieses absolut unterirdische Niveau der Justiz wird nur noch durch das Gutachten unterboten. In der oben genannten Ablehnung des Pflichtverteidigers, worauf Timm ja endgültig vorläufig, BRD-Logik pur, von der Bestellung eines Pflichtverteidigers abgesehen hat, wird nachdrücklich auf die notwendige theologische Qualifikation bei der Verteidigung hingewiesen. Siehe Punkt 3. Ich kann mich sowieso selbst verteidigen, wie zum Beispiel mein Diplom Katholische Theologie mit dem Prädikat sehr gut, meine über 1000 Publikationen und speziell auch der bereits am 8.5.2011 übermittelte Entwurf meines Plädoyers beweisen, kenne ich mich in der Sach- und Rechtslage bestens aus. Somit fehlt die zwingend notwendige Voraussetzung für eine Pflichtverteidigung komplett. Siehe ferner die schriftliche Erklärung meines Weihevaters, Bischof Georg Schmitz, 26.09.1996. Es ist zutreffend, dass ich Hochwürdenlingen am 2. März dieses Jahres zum Priester weihte. Dies geschah auf Bitten des damaligen Regens des Priesterseminars Heiligblut München, hochwürdigen Herrn James. Hochwürdenlingen wies ausgezeichnete Referenzen vor. Die Abschlussprüfung an der Theologischen Hochschule Chur bestand Hochwürdenlingen mit der Note sehr gut. Sowohl in der Andreasgemeinde Karlsruhe als auch in St. Gebhard zu Schwenningen hinterließ dieser Herr einen vorzüglichen Eindruck. Typisch für die Wahrheitsliebe der V2-Sekte leugnet dieselbe nun, mir das Diplom ausgestellt zu haben. Ja, das gesamte V2-Studium, die ganzen langen Jahre in V2-Priesterseminaren, vor allem von alledem will die V2-Sekte nun nichts mehr wissen. Auch diese kleinen Kostproben von Idiotie und Schizophrenie der Justiz sind nur ein weiterer Musikstein dessen, was die sogenannte Rechtsbeuger-Mafia permanent hemmungslos produziert. Unwiderlegbar bewiesene Tatsache bleibt,
Die angebliche Anklageschrift ist verlogen und ein Verbrechen. Die angebliche Prozesseröffnung wegen Amtsanmaßung ist verlogen und ein Verbrechen. Das angebliche Gutachten ist verlogen und ein Verbrechen. Jeder kann deshalb problemlos Joachim Lichtenhagen, Wolfhard Timm, Thomas Schüller vollkommen in der Luft zerreißen und diese Justizphase vollkommen in Schutt und Asche legen. Und für einen Pflichtverteidiger ist dies sogar die absolut indispensable Pflicht. Man denke, welche Worte selbst in so einem vergleichsweise unbedeutenden Falle wie von Bundespräsident Christian Wulff als von der Meinungsfreiheit gedeckt erklärt worden sind. Wulff ist ein Lügner und er sollte seinen Hut nehmen, bevor er Recht und Gesetz und Anstand noch mehr in den Dreck zieht. Stefan Wenzel, 21.01.2012. Und während es bei Ehrensold Wulff womöglich um gar nichts geht, jedenfalls wurde Wulff bis jetzt noch nicht verurteilt, geht es bei diesem Völkermordprozess definitiv um absolut alles. Erst um ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Römer aber hält eisern an seiner Vorgehensweise des Nichtstuns fest. Jedenfalls hat er, bis auf die Zusendung seines Bestellungsschreibens, das er allerdings schon anstandshalber von sich aus mir hätte zuschicken müssen, auf rein gar kein Anregen oder Anweisung reagiert. Timm wurde daraufhin mehrfach ausdrücklich aufgefordert zu erklären, welchen Sinn hat ein nichtstuerischer Pflichtverteidiger? Timm beschränkt sich aber hartnäckig auf die Verschickung absurder, verlogener Papiere und verweigert hartnäckig die schuldigen Erklärungen. Doch selbst wenn man alles andere ignorieren würde, bei Untätigkeit ist auch ein Pflichtverteidiger zu entpflichten. Vergleiche Oberlandesgericht Düsseldorf, Aktenzeichen 31 WS 290-10. Mit diesem Pflichtverteidiger-Stunt ist die rettungslose Selbstdemontage der Justiz nur um eine Facette reicher. Die Justiz will sich absolut nicht mit der Realität abfinden. Sie hasst die Realität wie der Teufel das Weihwasser. Ja, sie versucht, die Realität zu vergewaltigen, respektive jeden gewaltsam zu zwingen, sich der logischerweise irrationalen Gottlosigkeit der BRD, der V2-Sekte, zu unterwerfen. Das hat mich aber über 16 Jahre nicht dazu bewegt, vom katholischen Bekenntnis abzufallen. Die Tage von V2-Sekte und BRD sind ohnehin gezählt. Ich will noch weiterhin unverbrüchlich am katholischen Bekenntnis festhalten. Unterschrieben Pater Rolf Hermann Lingen, römisch-katholischer Priester, Befürworter der Todesstrafe.